So Leute, Blacky hat mich nochmal gefragt, ob ich euch ein Update-Deck-Tag zu Mono Red Stompy machen kann. Und ich habe mir gedacht, wir machen einfach mal eine Liste ohne den ganzen tollen Scheiß. Also quasi ohne Planeswalker, Rebel Master, die tollen Bloodmoons sind auch nicht drin und kein Ensnaring Bridge. Mal sehen, was das wird. Fangen wir mal mit dem Deck an sich an, und zwar mit dem grundlegenden, dem Mana. Da haben wir hier viermal das teuerste an diesem Deck, die City of Traitors. Sollte eigentlich jeder kennen, wenn ein anderes Land ins Spiel kommt, muss man die opfern und die macht Tappen für zwei Farblose. Dann haben wir viermal das Pendant dazu, mit Leben verlieren, die Ancient Tomb. Die bleibt liegen, wenn ein anderes Land ins Spiel kommt, aber schießt zwei Schaden, wenn wir zwei Mana daraus ziehen. Auch wieder zwei Farblose. Bis jetzt tatsächlich 1:1 wirklich Stompy-Liste. Das Ganze wird dann abgerundet von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Mountains. Sprich, in Summe 18 Länder. Wer die Prison-Liste kennt, die ich sonst spiele, der weiß, dass ich mit den 18 Ländern normalerweise immer einhergehe und zwei Lotus-Petal spiele. Die spiele ich hier tatsächlich nicht. Dafür spiele ich halt, wie auch immer, im Prison drin, Fiesiemen Spirit Guide, die man von der Hand exilen kann, um ein rotes Mana zu kriegen. Und viermal die schönen Chromox. Shoutout an Wizard. Die sehen in den Old Border auch sehr geil aus. Die man beim ETB für 0 Mana spielen kann. Und beim ETB kann man eine Nicht-Land-Nicht-Artefakt-Karte imprinten. Und wenn man den tappt, bekommt man Mana von der Farbe, die die imprintete Karte hat. Bei uns halt eigentlich immer rot. So, ja, das ist die Mana-Basis. 18 Länder und 4 Chromox, 4 Sim Spirit Guide. Ganz einfach. So, kommen wir nun zu den Prison Pieces, die dieses Deck noch beherbergt. Das sind nicht so viele. Einmal der Standard für diese Decks. Viermal Chalice of the Void. Mit Doppel-X kommt mit X-Charge-Countern ins Spiel, und wenn ein Spell gecastet wird, der X das Mana-Value gleich der Charge-Counter hat, ist ja nicht mehr Converted Mana-Cost. Dann wird er gecountert. Wichtig hierbei ist halt eine Triggered Ability. Das heißt, wenn man den vergisst, kommt der Spell trotzdem durch. Das heißt, wenn man Ja sagt, hat man verloren. Und hier in dem Deck sogar sehr solide auch auf 2 zu spielen, was in der Planeswalker-Version manchmal ein bisschen schlecht ist, weil man ja so Sachen Sachen für 2 aus dem Sideboard tutort. Und dann haben wir noch viermal die Trinisphäre, sonst immer nur dreimal vertreten. Die sagt halt, alles kostet 3 oder mehr. Also ihr spielt einen Spell für 2, ihr müsst 3 Mana bezahlen. Ihr pitcht einen Force mit einer Karte, ihr müsst trotzdem noch 3 Mana bezahlen. Ihr nehmt für einen Daze eine Karte auf ein Land auf die Hand zurück, ihr müsst 3 Mana bezahlen. Das waren auch schon die Prison Pieces. Ist nicht so viel. Kommen wir zu dem, was das Deck zu einem Stompy macht. Und zwar die Kreaturen. Hier haben wir viermal Henvir Garrison. Das ist ein 2-3er. Der meltet mit irgendeiner anderen Kreatur, ist aber hier egal. Also 3 Mana, 2-3er. Immer wenn der angreift, bekommt man 2 1-1 rote Humans mit ins Spiel, die auch angreifen. Sprich, wenn der angreift, sind da schon mal 4 Attack auf dem Board. Dem fehlt halt leider Eile. Mehr oder weniger Eile haben wir in Form vom Legion Warboss. Hier auch viermal vertreten in der ganzen Sache. Den kennt man aus dem normalen Monored Prison schon. Das ist ein 3 Mana Goblin für 2-2 mit Mentor. Und zu Beginn der Angriffsphase bekommt man einen 1-1 Goblin, der für diese Runde Eile hat und angreifen muss. Hier könnte auch ein Rebel Master drin sein. Das Problem beim Rebel Master ist, der Rebel Master sagt, alle anderen Goblins müssen angreifen, was in dem Deck nicht unbedingt gewollt ist, weil das ist kein pures auf die Fresse. Eigentlich ist es schon pures auf die Fresse, aber es gibt halt auch Situationen, wo man einfach nicht angreifen will. Und wenn man halt einen Rebel Master zum Beispiel in dem Slot spielt und einen Legion Warboss in dem Slot und hat beide liegen, muss man angreifen. Mit allem außer dem Rebel Master, was halt einen zu etwas forst, was man eigentlich manchmal gar nicht will. Und dazu kommt noch, dass der halt über die Masse größere Token produziert und mit dem Mentor auch die 1-1er von ihm größer machen kann. So, kommen wir zu der Karte, die das Deck erst richtig witzig macht. Das ist viermal Fireflux Squad. Ist ein rotes, 3 beliebige 4-3er. Human Soldier mit Eile. Und jetzt kommt das Witzige an dem Tier. Wenn der als Attacker deklariert ist, kannst du eine andere Kreatur, die auch als die Attacker deklariert ist, exilen. Wenn du das machst, deckst du so lange Karten von deiner Bibliothek auf, bis du eine Kreatur findest und springst die angreifend mit ins Spiel.
So, der Rest wird random unter die Bibliothek gelegt. Und der ist halt ganz besonders geil mit solchen Token-Producern. Weil man kann einfach einen 1-1er Token wegschießen und kann dafür noch einen hiervon kriegen, noch einen davon kriegen, ihn selber nochmal kriegen, ist der nicht legendary. Noch ein paar andere Kreaturen, die ich jetzt im Verlauf euch zeige, die da drin gespielt werden können. Wichtig hierbei, es ist ein Attack-Trigger wie bei der Garrison. Das heißt, wenn ihr mit dem Trigger auf dem Stack ein Target-Welt habt, ihr noch nicht die Token der Garrison. Das heißt, wenn ihr nur die beiden auf dem Feld habt, müsst ihr die Garrison wählen, um den Effekt nutzen zu können. Anders beim Legion Warboss. Der Legion Warboss hat zu Beginn der Combat Step den Trigger. Da habt ihr den Token schon. Wichtig. War auch schon im Judge Forum gefragt worden. So, dann kommen wir zu Zeug, was man reinschmeißen will oder auch casten kann. Da haben wir hier zweimal den Tectonic Giant. Das ist ein 4-Mana, zwei rote, zwei beliebige Elemental Giant für 3/4. Ganz lecker, der ist 4 hinten, das heißt, er stirbt nicht zu Lightning Bolt. Und wenn der angreift oder das Ziel von einem Spell von einem Gegner wird, kannst du entweder 3 Schaden an jedem Gegner schießen oder die obersten 2 Karten von deiner Library exilen und bis zum Ende deines nächsten Zuges kannst du die spielen. Das bedeutet auch, wir können Länder spielen, was bei Chandra zum Beispiel ja nicht geht. So, plus ist halt einfach ein 4-3er, der im Angriff schon mal 3 Schaden schießt an jedem Gegner, wenn man es will. Den kann man auch 4-mal spielen. Ich spiele ihn jetzt in Hitterliste nur 2-mal und spiele dafür den guten Herrn. Ah ja, also man kennt nicht so viel. Aber 2-mal die Instigator Gang. Das ist ein 4-Mana Werwolf für ein rotes und 3 beliebige, der 2-3 ist. Und der gibt jeder angreifenden Kreatur plus 1 plus 0. Wichtig, jeder. Das heißt, er muss nicht selber dafür angreifen. Das heißt, er kann auch einfach mal liegen bleiben als Blocker. Und hat diesen Werwolf-Effekt. Wenn zu Beginn der Upkeep keine Spells gecastet wurden in dem Zug davor, flippt der. Und dann wird der richtig sick. Dann wird er nämlich zu einem 5-5er mit Trampel und der Attack-Effekt, also das angreifende Kreaturen plus bekommen, wird noch stärker und zwar bekommen die dann plus 3 plus 0. Und er flippt wieder zurück, wenn ein Spieler, nicht beide, ein Spieler in dem Zug davor 2 oder mehr Spells gespielt hat. Das heißt, wenn der mal geflippt ist und du hast eine Trinisphäre liegen, ist es sehr, sehr unwahrscheinlich, dass der wieder zurückflippt. Außer du selber spielst 2 Spells, weil wenn der Gegner einen Spell spielt und du einen Spell, was weiß ich, der Gegner spielt eine Kreatur und du holst die mit einem Schadenszauber weg, gilt das nicht. Es muss ein Spieler sein, der beide Spells spielt. Der ist halt sehr gut, weil der kommt halt so schon rein. Und mit den ganzen Token-Producern plus denen gibt das halt eine Menge Power vorne. Also ich habe schon ganz viele gehabt, die Spiele schieben mussten oder Spiele verloren haben, weil der random über die Fireflux Squad reingekommen ist und einfach mal so 6 mehr Schaden auf dem Board lag. Deswegen spiele ich den zum Beispiel über den 2 Giants und vor allem wegen Color Wipe. 2 rote und 2 beliebige und ein rotes 3 beliebige. Dann spielen wir hier noch so, weil man es kann und manchmal echt gut ist, 3 Marcus of the Moon. Ist Blood Moon on a Stick als 2-2er. Für dieselben Mana-Kosten muss man eigentlich nicht viel zu sagen. Der hat auch schon teilweise dazu geführt, dass Leute einfach surrendert haben, weil wenn man den mit der Fireflux Squad reinbringt, ist nichts mit reagieren. Das ist genauso wie bei einer Aetherwall. Man muss auf die Aktivierung reagieren. Wenn die Karte im Spiel ist, passiert nichts mehr. Kein Fetch, nichts. Temur Delver guckt da manchmal schon gerne in die Röhre. So, was haben wir noch an Kreaturen? Ja, jetzt haben wir sogar eine Kreatur, die im Removal ist, den guten alten Bonecrusher Giant. Kennt eigentlich jeder, ist für 3 Mana entweder ein 3-4er, der, wenn er das Ziel von einem Spell wird, dem Kontrollierer 2 Schaden schießt, oder halt für 2 Mana ein Instant. Die sagt, Damage kann diese Runde nicht verhindert werden und 2 Schaden an irgendein Target schießt. Ist halt im Bestfall ein Removal plus ein Buddy für 5 Mana oder man bringt halt einen 4-3er rein im Angriff. Also hier passiert sehr, sehr viel im Angriff in dem Deck. Wo wir schon bei Removal sind, ich spiele noch 3 Abrade. Abrade kennt jeder eigentlich, ein rotes und beliebiges, eine Instant, die schießt 3 Schaden an einer Kreatur oder einen zerstörten Artefakt. In dem Slot wird sonst die Shatterskull Smashing gespielt. Das ist diese Sorcery aus Zendikar Rising, die du auch als Land reinbringen kannst, entweder getappt oder enttappt, wenn du 3 Leben bezahlst und x Schaden schießen kannst für 2 rote und x. Und ich finde Abrade im Moment einfach besser, weil halt auch Weil rumrennt und ein Equipment ein Ding ist. Und meine Erfahrung, also ich teste sie jetzt gerade noch, dass Abrade meistens genauso gut ist, außer du müsst jetzt mehrere Kreaturen abschießen, was du mit dem anderen Spell kannst. Und was wir noch drin haben, was quasi ein Prison Piece ist,
Das ist die gute Bloodsun zweimal. Bloodsun ist ein Enchantment von Rotes und zwei beliebige. Wenn die ins Spiel kommt, ziehst du eine Karte und alle Länder verlieren alle Abilities außer Mana Abilities. Warum die über Blood Moon? Ist eigentlich relativ einfach. Sie macht unsere Mana-Basis besser. Denn die City of Traitors wird nicht mehr geopfert, wenn wir ein Land ins Spiel bringen. Aber der Drawback daran, die Ancient Tomb schießt uns trotzdem Schaden. Was allerdings relativ egal ist. Das Problem, was wir haben fast nur, oder eigentlich nur, wenn ich jetzt mal hier so aufräume, Sachen drin, die zwei beliebige brauchen, drei beliebige brauchen, drei beliebige, zwei beliebige, drei beliebige, zwei beliebige, zwei beliebige. Wenn wir in dem Slot einen Blood Moon spielen, schneidet uns das zu sehr vom Mana ab, weil den Blood Moon schmeißt man meistens Turn 1 raus, am schlimmsten Fall in dem Moment sogar mit einem Affen und bleibt auf einem Mana. Der ermöglicht uns trotzdem, zwei Mana auf dem Board zu haben, wenn wir ein Soulland draußen liegen haben. Und wir ziehen eine Karte, er ersetzt sich also selber. Macht in dem Deck halt einfach nur Sinn, den zu spielen. Ich spiele ihn halt, also man kann in dem Deck auch mehr Fleisch spielen, man kann jetzt zwei Slots mehr Fleisch spielen, aber ich spiele ihn einfach gerne, weil er Fetchländer kaputt macht. Er macht Lagekombo schwieriger. Maze of If ist raus, Wasteland ist raus. Es macht so viel in der aktuellen Meta, die ich online sehe, dass ich sage, die ist worth. Ich habe schon Spiele gehabt, wo der Gegner Turn 1 geschoben hat, weil er nur Fetchländer auf der Hand hatte, die er nicht mehr nutzen konnte. Und da kommt die halt ins Spiel, weil wir davon nicht so gepunished werden wie der Gegner und halt aber die zwei beliebigen Mana brauchen, beziehungsweise alles ab 3 Mana läuft. Kommen wir gerade mal kurz noch zu Karten, die man auch noch drin spielen kann, zusammen mit dem Fireflux Squad, einfach um sie reinzubringen und oder auch spielen zu können. Zum einen spielen relativ viele Listen zwischen 2 und 4 Pia und Kira Nala. Die bringt 2/1/1er Colorless Top-Da-Artefakt-Kreaturen, Spielsteine mit fliegend ins Spiel und wenn man für 3 Mana ein Artefakt opfert, schießen die einen Spieler oder eine Kreatur 2 Schaden. Als 2/2er ganz gut, ich finde die allerdings in so einem Aggro-Deck nicht so überwältigend gut, dass man sie spielen müsste. Gerade wenn man auf den Wert auf den Angriff legt und nicht auf den Effekt, finde ich es nicht so geil, zumal die als 2/2er, wenn sie reinkommt, meistens relativ schnell tot ist. Dann eine Karte, die man im Mainboard spielen kann, wenn eine Spell-Heavy-Meta ist Scrapclam Berserker. Ist ein 3-Mana-Human Berserker für 2 Rote und beliebiges, 2/2 und Eile mit Reown. Und wenn der gereowned ist, kostet jeder Non-Creature-Spell, den der Gegner castet, 2 Leben. Also der Scrapclam Berserker schießt 2 Schaden. Was in der Konstellation sehr, sehr gut ist, weil fast jedes Removal ist ja ein Non-Creature-Spell. Ergo, wenn der durchkommt im Angriff, in dem Angriff, in dem er reinkommt, oder an dem Zug, in dem er reinkommt, was auch mal Turn 1 sein kann, kostet alles 2 Schaden, um irgendwas loszuwerden. Halt auch eine sehr schöne Sideboard-Karte. Und eine Karte, auf die man vielleicht gar nicht so im Blick hat im ersten Moment, ist die Hazaret. Die Hazaret ist ein Gott für ein rotes 3 beliebige, die 5/4 Indestructible Haste ist. Die hat auch einen Effekt wie die Pia und Kira für 3 Mana, muss man Handkarte abwerfen und die schießt 2 Schaden an jedem Gegner. Der Drawback hierbei normalerweise ist, die kann nicht angreifen oder blocken, außer du hast eine oder weniger Handkarten. Der Trick hierbei ist, die Fireflux bringt sie angreifend ins Spiel. Das heißt, man hat dann von der Top einen 5/4er Indestructible, der angreift. Und kann eventuell danach auch noch den Effekt benutzen, um ein paar Handkarten loszuwerden, um die nachher noch nutzbar zu machen als Angreifer oder Blocker oder halt einfach als Schadenpinger. Also das sind so 3 Karten, die ich in der Shell mal noch probieren will, wo ich weiß, dass sie gespielt werden. Man kann auch so was wie ein Inferno-Titan oder so reinpacken oder irgendeinen von den dicken roten Dragon, die man aus dem Dragon Stompy kennt. Aber ich würde mich ehrlich gesagt mehr auf 4 Mana limitieren, weil 4 Mana zu erreichen in dem Deck ist möglich. Das sollte auch immer der Fall sein. Man brickt ganz selten auf 3 oder weniger Mana. Aber mehr halte ich in relativ normal langen Spielen für unrealistisch. Naja, kommen wir mal zum Sideboard. So, kommen wir zum Sideboard. Sideboard fängt eigentlich relativ stupide an mit 4-mal der schönen Leyline of the Void. Die Leyline kennt eigentlich jeder. Für 2 schwarze, 2 beliebige kann man die, wenn man die zu Beginn des Spiels auf der Hand hat, direkt ins Spiel bringen, ohne die, also wird sie ins Spiel gebracht. Alle Karten, die vom Gegner in den Friedhof gelegt werden stattdessen exiled. In manchen Planeswalker-Listen oder manchen Monored Prison-Listen kann man da auch Ferries spielen. Sollte man in dieser Liste aber tunlichst lassen. Ich hab's schon gemerkt.
in eine Ferry mit einem Fireflux-Squad reinzugehen, ist halt nicht so geil. Deswegen trotzdem besser Leyline spielen. Zu der Leyline gesellen sich dann zwei Sources Spyglasses für zwei beliebige. Guckt man sich die Hand vom Gegner an und kann dann eine Karte ansagen. Und Nicht-Mana-Abilities können davon nicht mehr genutzt werden. Ist halt hauptsächlich gegen Planeswalker in Betracht zu sehen oder irgendwelche Aktivierungsfähigkeiten. Im Allosaurus Shepard im Elfen kann man damit ansagen, muss man jetzt aber nicht. Thespian Stage kann man damit ansagen. Man kann auch ein Mace ansagen. Also ein paar Effekte außerhalb von den Planeswalkern hat man auf jeden Fall. Dann, weil es immer noch ein Überbleibsel von der Okometa ist, spielt man zwei Pyroblast. Für ein rotes ein Interrupt, ja, ein Spontanzauber, der einen Spellcount hat, wenn er blau ist, oder ein permanentes zerstört, wenn es blau ist. Wichtig ist, den kann man zum Beispiel auch einfach mal auf eine weiße Karte spielen. Auf ein weißes permanentes, auf einen weißen Spell. Ist halt im Endeffekt einfach nur wichtig, wenn man Bridge spielt, damit man die Hand leer spielen kann. Hier kann man auch einen 1-1-Split mit einem Red Elemental Blast machen. Ich habe jetzt halt gerade einfach zwei Pyroblasts drin, weil ja, der Split ist gut gegen Surgical, aber ob es so relevant ist. Also nur bei zwei Karten aus dem Sideboard. Wenn es drei wären, würde ich definitiv einen Split spielen. Bei zwei kann man auch einfach zwei Pyroblasts spielen. Dann haben wir gegen den ganzen Death in Texas und Weiß Shenanigans zwei Sulfur Elemental drin. Für ein rotes und zwei beliebige bekommt man zwei Dreier mit Flash, Split Second und weiße Kreaturen bekommen plus 1, minus 1. Der untere Effekt ist eigentlich der wichtigste. Tötet fast alles im Death in Texas. Und mit unserem schönen Fireflux Squad, der schönen Karte hier, bringt man den halt einfach auch mal so vom Deck oben rein. Und dann stirbt halt auch mal ganz schnell, bevor Blocker deklärt sind, die Hälfte vom Gegner. Kann man auch zum Beispiel gegen Miracles-Listen mit Mentor spielen oder so. Und ist eigentlich immer eine schöne Karte. Dann spielen wir noch zweimal Dead and Gone. Die Dead-Seite ist weniger relevant, ist für ein rotes Mana, die einer Kreatur zwei Schaden schießt. Gone ist da wichtiger. Die bounce eine Kreatur für ein rotes und zwei beliebige. Ist am wichtigsten eigentlich gegen Marit Lage oder halt auch, wenn der Gegner einen großen Blocker reinlegen könnte, wie Knight oder so. Dann haben wir noch zwei Karten, die Removal, Finisher und Artifact Removal sind und Creature Removal und so, irgendwie eigentlich alles, was das Deck machen will. Die Fiery Confluence. Spielt man auch in den normalen Stompy-Listen, ist für zwei rote, zwei beliebige eine Sorcery. Du darfst drei Modi wählen, die darfst du auch so oft wählen, wie du willst, Hauptsache dreimal. Und in jeder Kombination, du schießt entweder jeder Kreatur einen Schaden, jedem Gegner zwei Schaden oder zerstörst ein Artefakt. Im Bestfall macht man halt einfach jeder Kreatur einen Schaden. Klar, bei einem selber gehen ein paar Token drauf, aber hoffentlich hat der Elite Warboss seinen Dienst getan und es werden nicht allzu viele sein. Und macht dem Gegner noch Schaden dazu und am besten, schönsten ist das noch, wenn man ein Artefakt mit los wird. Ist auch so eine Karte, die gut gegen Death in Texas ist. Und falls es ein langwieriges Spiel gegen Miracles oder so wird oder blaue Counter- und Control-Decks, packt mal einfach noch eine Chandra Awakened Inferno ins Sideboard. Das ist ein 6-Mana-Planeswalker für zwei rote, vier beliebige. Kann nicht gecountert werden. Ne, Freddy, hast du auch schon ausprobiert, ich weiß. Für plus 2 bekommt jeder Gegner, wohl hier ist auch wieder wichtig, jeder Gegner, ein Emblem, dass der zu Beginn der Upkeep einen Schaden kriegt von dem Emblem. Minus 3 kriegt jeder Non-Elemental Creature 3 Schaden. Die flext bei uns quasi alles ab. Das sollte man sich überlegen, ob man das einsetzt. Und minus X schießt halt X Schaden an einer Kreatur oder einem Planeswalker. Und wenn das dieses Permanentes dabei stirbt, also die Kreatur oder der Planeswalker dabei stirbt, wird sie stattdessen exiled. Ist halt einfach nur eine Karte, um die Control-Matchups besser zu machen. Ja, so viel zu dem Deck. Ist halt, finde ich, eine schöne Option zu Mono Red Prison, die jetzt aufgekommen ist durch den Print von Fireflux Squad. Ist ein sehr aggressives Deck, kann sehr, sehr schnell ausmachen, ist im Late-Game nicht ganz so gut wie die Planeswalker-Listen, beziehungsweise die normalen Mono Red Prison-Listen. Da geht manchmal einfach der Atem aus. Soweit sollte es aber eigentlich gar nicht kommen. Und im Zweifelsfall hat man halt immer noch Sideboard für sowas. Jo. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, ihr probiert die Deckliste mal aus. Ich finde sie sehr schön, die ist sehr witzig. Es ist einfach nur sehr, sehr schön zu sehen, wenn der Gegner einfach mal Table flippt, wenn das Firefox Squad was Schönes reingezaubert hat. Dann vielen Dank fürs Zuhören und ja, man hört sich mit Sicherheit demnächst nochmal.